Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Das ist eine kleine Infofolge, weil es gibt ein neues Update und das hat es bei mir irgendwie schon automatisch gemacht, aber egal wen ich so frage, die sagen alle, ja, bei mir ist das noch nicht, bei mir ist es auch noch nicht. Ich kenne nur ganz wenige, die das schon haben, deswegen möchte ich jetzt mal live mit euch da reinschauen, mir das mal angucken. Hier sitzen drei Viecher, ich drücke mal eins an. Scheiße, das Horneo ist weg. Schnell hier auch noch fort. Wir nehmen mal das Pummeluff und ihr müsst schon sagen, das Pummeluff sieht schon etwas komisch aus, oder? Wir drücken es mal an und warten und warten und warten immer noch und haben kein GPS. Ja, das ist schön, aber wir geben natürlich nicht auf. Wir warten noch ein bisschen und drücken noch 20 mal drauf. Los, Pummeluff! Da kommt es rein. Und ist euch was aufgefallen? Normalerweise drückt man das Pokémon an und ihr seid direkt im Fangbildschirm. Aber irgendwie ist so eine kleine Kamerafahrt zu sehen am Anfang, wenn man auf das Pokémon tippt. Und es kommt irgendwie seitwärts reingeschwenkt. Da ist das Horneo wieder. Wenn wir das Horneo antippen und es passiert, schwupp, es wird seitwärts reingefahren. Macht natürlich einiges mehr her. Irgendwie sieht die Grafik trotzdem ein bisschen... Ups, habt ihr gesehen, das war eine andere Animation. Übers Pokémon drüber gefahren und nach vorne, das nehmen wir auch noch fix mit. Und irgendwie finde ich, dass die Modelle etwas anders aussehen, irgendwie viel kräftiger, viel besser. Auch ein paar Farben sind anders, wie ihr am Pummeluff gesehen habt. Ich zeige euch gleich mal Chanera und Hytera. Die sind mir nämlich gestern zuerst in der Arena aufgefallen. Gehen wir mal kurz hier drauf. Ach so, sortiert ist schon. GPS wieder weg. Hier, Hytera, was ist das? Hat das nicht eigentlich immer einen weißen Flügel gehabt und einen weißen Rock angehabt und jetzt ist das, besteht das nur noch aus rosa, rosa und rosa? Das erinnert mich irgendwie plötzlich an Fred Ferkel. Was mir auch aufgefallen ist, man kann natürlich jetzt nach Lucky Pokémon suchen. Also wenn ich hier Glücks eingebe, Glücks, bam! Habt ihr alle Glücks-Pokémon in der Übersicht, die ihr habt? Die habe ich jetzt mal nach WP geordnet. Huch, in die Kampfteams wollen wir nicht. Und dann könnt ihr da schön durchscrollen und schauen, was ihr da alles für Glücks-Pokémon so habt. Richtig cool natürlich. Das ist ein ganzer Stapel. Was ich ganz besonders gut finde, was sich gebessert hat, ist in der Freundesliste das Symbol, also das Männchen, der Avatar, ist blau hinterlegt. Weil einfach schon eine Interaktion mit diesem Kollegen heute stattgefunden hat. Und das ist richtig krass, dass das Handy runterfällt. Bam! Jetzt seht ihr das natürlich richtig gut in der Übersicht. Alle, die blau umrandet sind, blau markiert, haben wir die nächsten. Genau wie hier Super Sani oder wenn wir weiter runter scrollen, na, Karl Logan, Lugdorf, Oleson. Mit denen habe ich schon einen Raid gemacht, deswegen sind die natürlich jetzt so gekennzeichnet. Da wisst ihr, den braucht ihr kein Geschenk heute mehr schicken, von denen braucht ihr heute nichts annehmen. Da braucht ihr nichts tauschen und könnt euch besser konzentrieren auf die Leute, die euch ein Geschenk geschickt haben und noch keine blaue Aktion da ist. Nehmt lieber diese Leute an, pusht euren Freundschaftslevel da hoch. Und auf der anderen Seite, wir können euch das jetzt mal so zeigen. Ich schau mal kurz, nehmen wir mal den Kalsari kennen. Wenn ich natürlich jetzt ein Geschenk nehme und verschicke das, ist auch gleichzeitig ein Zeichen dann dran am Männchen. Ihr seht, jetzt ist hier dieser graue Pfeil. War vorher auch nicht, da musstet ihr extra erst drauf drücken und schauen, ob ihr dem schon eins geschickt habt oder nicht. Jetzt ist es direkt an der Person dran. Neko, schick mal auch mal hier eins hin. Bam, dass ihr das nochmal seht. Also richtig gut gemacht, richtig übersichtlich jetzt. So will man das haben, so muss das sein. Und was natürlich auch mich immer genervt hat, wenn man ein Geschenk angenommen hat, es ist jedes Mal bis hochgeflogen und ihr musstet wieder die ganze Liste durchscrollen, dahin wo ihr wollt. Nehmen wir mal Crazy O. Jetzt seht ihr, ich nehme das Geschenk von ihm an. Ja, los, schnell durchdrücken, der Arm tut weh. Bam, Freundschaftslevel erhöht und... Wir sind immer noch auf Crazy O, wir sind nicht oben gelandet und könnten die Liste gemütlich jetzt weiter durchscrollen. Das ist natürlich auch richtig cool, weil das auch so extrem nervig gewesen ist. Nach jedem Geschenk öffnen wieder komplett nach oben scrollen, ach, komplett nach unten scrollen, um wieder dahin zu kommen, wo man war. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist der Anmeldebildschirm. Und zwar habt ihr nun, wenn ihr zurückkehrende Spieler auswählt, nicht nur die Möglichkeit Facebook, Google und Pokémon Trainer Club auszuwählen. Ihr habt auch ganz neu unten noch Niantic Kids. Das wird auch noch eingeführt. Was es damit genau auf sich hat, werden wir sicherlich noch erfahren.
Aber die Sache mit den Freunden, dass man nun sieht, was da los ist, mit wem man was gemacht hat und wo schon eine Interaktion stattgefunden hat, ist richtig krass, gefällt mir richtig gut. Auch dieses nervige nach oben rutschen, nachdem man ein Geschenk aufgemacht hat, ist auch behoben, ist auch richtig cool. Da macht es wieder Spaß zu zocken, sowas will man haben. Wo ich mich frage, warum man das einfach nicht von Anfang an so eingeführt hat oder so hinbekommen. Manchmal denke ich, die machen das wirklich mit Absicht. Jetzt fehlt nur noch im Prinzip diese Lupe, diese Suche bei den Freunden, dass man direkt nach Freundesnamen suchen kann. Dann wäre es perfekt, dann wären alle Wünsche erfüllt. So, habt ihr schon das neue Update? Ihr könnt es ja mal drunter schreiben oder wie ihr die Änderungen findet, was ihr euch noch wünscht. Und ja, das war's eigentlich schon. Mal gucken, was heute noch so geht. Bis dahin erstmal Peace out, vorhaut, euer Ramses.